Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Race Driver Grid. Wir machen weiter mit dem nächsten Wettkampf in der Euro-B-Lizenz. Der letzte, also der letzte, den wir jetzt in diesem Durchlauf machen, sage ich mal. Später werden wir dann hier noch bei Langstrecke Le Mans GT1 die Trophäe holen. Aber erstmal geht's weiter mit GT1 Aston vs. Corvette Challenge. Ja, auf diesen Strecken, die ich schon in der letzten Folge vorgelesen habe. Donington Park, Nürburgring und Istanbul Park. Und wir fahren mit der Chevrolet Corvette C5R, die wir schon vor etwas längerer Zeit gekauft haben. Für die 24 Stunden von Le Mans. Und Leute, jetzt muss ich erstmal kurz was trinken. Verzeiht es mir. Wenn du ihn überholt hast, bist du vorn. So einfach ist das. So, los geht's. Pünktlich zum Rennbeginn bin ich fertig geworden. Ja, erstmal fahren wir wieder auf den Donington Park und versuchen hier die anderen Spieler zu überholen. Tom Rockford schon mal da vorne auf der vierten Position. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, auf welche Position wir gestartet sind, aber ist auch nicht weiter wichtig. Ja, erstmal hier rausgekommen. Das war schon mal nicht gut. Ja, müssen wir gleich mal einen Rücksetzer einsetzen. Oder wollen wir gleich neu starten? Komm, wir starten mal kurz neu. Das war jetzt ein kleiner Fail. Dann kriegen wir nämlich mehr Geld am Ende, wenn wir gleich neu starten, ohne den Rücksetzer einzusetzen. So, 9. Platz. Sind wir hier? Das war jetzt aber nicht meine Schuld. Hey, da hat mich hier wer ein bisschen aufgehalten. Nun gut, ich muss es hinnehmen. Runde 1 von 4. 4 Runden also. Fahren jetzt auch wieder in die andere Richtung hier auf dem Donington Park. In die entgegengesetzte. Die nicht reguläre Richtung. Die mich damals etwas verwirrt hat. Cool, Tom schon wieder in Führung. Also heute scheint er wieder einen besseren Tag zu haben als noch in der letzten Aufnahmesession. Na komm. Ja, ich will jetzt dafür eigentlich keinen Rücksetzer einsetzen, weil meiner Meinung nach haben wir hier noch genug Zeit, um das aufzuholen. 4 Runden sollten eigentlich reichen. Wenn ich mir jetzt richtig Mühe gebe. Das war eine technisch saubere Runde. Gut gefahren, Junge. Technisch sauber? Niemand gerammt oder was? Zum ersten Mal, ne? In diesem Let's Play. Hat er vorher noch nie gesagt, glaube ich. Und wenn doch, dann habe ich es nicht gehört. Der Fahrer hat gerade gedreht. Ja, habe ich gesehen. Britton Campbell. Der ist jetzt wohl hinter uns. Als einziger Spieler. Und ich komme schon wieder von der Strecke ab. Ja, da hat uns selbst Brian Campbell wieder überholt. Was mache ich denn heute hier, ey? Das ist nicht schön. Die anderen Leute fahren jetzt auch wirklich hier. Einen ziemlichen Vorsprung auf uns raus. Das ist nicht schön. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, das jetzt hier nochmal neu zu starten. Na komm, wir müssen die anderen Leute doch mal irgendwie aufholen. Je, naja. In diese Richtung bin ich ja noch nicht so oft gefahren. Ich glaube erst einmal, außer diesem Mal. So, von dem her. Das ist jetzt nicht so krass. Und da ist wieder einer rausgedreht worden. Michael Jones diesmal. Ob der uns auch wieder überholen wird? Ich hoffe es einfach mal nicht. Diesmal habe ich hier nämlich auch keinen Fehler gemacht. Jetzt kommen wir hier auch wieder ein bisschen ran. Ja, Leute, seht es. Man kann hier trotzdem noch rankommen. Da ist einer weit rausgekommen. Brian Campbell schon wieder. Naja, aufholen. Bisschen aufgeholt haben wir. Nur noch eine Runde. Das sieht schlecht aus. Oh Mann, Leute.
Leute, 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 nicht so doll bremsen. So, ich versuche mal, wenn die jetzt hier gleich nicht so hinter denen zu fahren hier, weil wir haben ja gemerkt, dass das nicht gesund ist. Boah. So. Auf den letzten Metern muss ich mich jetzt echt konzentrieren hier. Um noch den einen oder anderen aufzuholen. Zu überholen. Auch. Nicht nur aufholen. Aber es sieht irgendwie relativ schlecht aus. Die Leute fahren zu gut. Fahren einfach zu gut. Ja. Und da werde ich nochmal überholt, also. Genial, Kollege. Ich hab gewonnen. 10. Position. Ja, hatte ich gedacht, dass ich es nochmal irgendwie hinkriege, wieder die Leute aufzuholen, aber nein, schade. Naja. Okay. Ob wir das noch wieder gut machen können, in diesem Wettkampf? Ich weiß es nicht. Ja, alles verpasst. Aber Tom hat dafür richtig viel geholt. 195.000 Euro. Ja, vor ihm in Acht nehmen. Einfach nur alle überholen und dann ist gut, würde ich mal sagen. So, wo fahren wir denn jetzt? Ach, wir fahren die Strecke in die andere Richtung. Okay, Alter. Das hatten wir auch noch nicht oft. Oder gar nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, doch irgendwann sicher schon mal, aber nicht oft in jedem Fall. So viel kann ich bestätigen. Oh, da ist einer ins Schleudern geraten. Ich denke, das ist Fabien Damont. Okay, ich liege auf P3. Tja, da kam ich jetzt mal ein bisschen von der Strecke ab. Leute, fahrt einfach weiter, bitte. Mann! Oh. Ey, diese KI, Mann. Es nervt. Die Leute können einfach nicht fahren, ey. Die bremsen hier wie blöde. Und ich muss dann deswegen die von hinten rammen, weil die Leute einfach bremsen ohne Ende, ja. Das ist echt. Kann doch nicht dein Ernst sein. So. Alter. Alter, was war denn das jetzt schon wieder? Wie ist denn das passiert? Zeig her. Ach so. Ja. Na gut. War vielleicht mein Fehler. Kann sein. 11. Position. Runde 1 von 2. Ja, da ist doch mehr drin, Leute. Ey. Hört doch mal auf, mich so hart zu rammen. Ja. Bitte. Oh, jetzt ist meine Scheibe Mann, ey. Die Leute können echt nicht fahren. Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass das irgendwie gute Fahrer sind. Also rammen mich hier, bleiben stehen auf offener Strecke. Vor der Kurve besser gesagt, bleiben sie einfach stehen. Also das ist echt nicht schön, wie die Leute hier fahren. Also echt nervig. Vor allem, weil es so viele sind, dann kann man auch nicht ordentlich einfach vorbeifahren. Weil einfach so die Straße vollkommen überfüllt ist. Die Rennstrecke. Gute Leistung. Du bist jetzt auf Platz 5. Weil immer irgendwer vor einem ist. Egal wo man lang fährt. Aber jetzt bin ich schon mal weiter vorn, das ist schon mal ein bisschen angenehmer. Platz 5 hier. Ja, so überholt man.
Ja, wenn du meinst. War eigentlich jetzt auch schon wieder nur, weil die anderen so einfach zu stark gebremst haben und ich halt nicht. Und somit ganz leicht konnte ich die überholen, weil die halt jetzt nicht direkt vor mir gefahren sind. Komm, auf die Strecke zurück. So. So, hier nochmal rum. Dritte Position. Runde ist auch gleich zu Ende, ne? Ja. Das Rennen ist gleich zu Ende. Ja. Wird wohl ein dritter Platz. Naja. In Ordnung. Könnte schlechter sein. Aber. Immerhin ist Tom auf Platz 1, ne? Der erledigt alles für mich. So ist das schön. Okay. Ich bin jetzt auf Platz 6 insgesamt. Tom auf Platz 1. Ich bin mit Glenn McDonald und Brian Campbell auf Platz 6. Okay. Aber unser Team ist auf Platz 1. Cool. Oh, ich habe sogar 3 Ziele erreicht. 64.500. Tom wahrscheinlich wieder alle, ne? Ja. 195.000 Euro. Dieser Fahrer ist die Nummer 2 der Rangliste. So ist das schön. Fabian Damon. So, Platz 11 ist unsere Startposition. Und da bremsen sie wieder alle zu doll. Ich hab's so geahnt, ey. Direkt mal auf Platz 6 vorgegangen, ey. Nur weil die Leute zu stark bremsen. Ach, es ist zu lustig. Und schon Platz 4. Yay. Also so ist das einfach, ne? Wenn die Leute so schön Platz lassen, dass ich nicht gegen die fahre, wenn die da ihre Notbremsung einlegen, dann macht das wirklich Spaß, die Leute zu überholen. Ich hab dich im Rückspiegel, Kumpel. Bin direkt vor dir. So, jetzt fahren wir auf der Türkei-Strecke hier rückwärts, also in die andere Richtung. Genial, Kollege. Ich führe das Feld an. Ja, ich bin auch diesmal relativ in der Nähe. Tatsächlich. Auch wenn man es nicht unbedingt, ja, erwarten würde vielleicht. Dan Markowski hat mich überholt. Das schmeckt mir nicht. Den werden wir gleich zurück überholen. Aber noch ist nicht der richtige Zeitpunkt gekommen. Aber jetzt, so. Platz 3 zurückgeholt. Und Tom ist tatsächlich auf Platz 1. So. Michael Jones ist zwischen mir und Tom. Werde ich mir auch gleich noch schnappen. So, bei den Kurven muss man sich ein bisschen konzentrieren. Die sind ganz schön eng. So. Jetzt wieder Vollgas geben. Und Michael Jones vielleicht noch irgendwie überholen hier. Ja. Guck mal. Guck mal. Sehr schön, da ist er sogar rausgekommen. Das war jetzt aber nicht meine Schuld, ne? Nee. Ja, ich und Tom auf Platz 1. Also ich auf Platz 2, Tom auf Platz 1. So ist das toll. Der erste Platz ist in Sichtweite. Lass nicht nach. Ja, ich kann versuchen, Tom noch irgendwie zu holen, aber es sieht einfach sehr schlecht aus. Ey, nein. Das finde ich jetzt aber unfair. Warum müssen die mich rammen? Warum rammen die mich? Wer rammt mich da? Tja, der hat's hinten, ja. Tja, selber schuld, wenn du da stehst. Naja, aber. Ich bin da innen gefahren, das war eigentlich voll dumm. Warum bin ich da innen gefahren? Muss ich doch außen fahren.
Wenn ich dann da die Kurve gut nehmen kann. Hier. So, damit ich dann da hinfahren kann. So ist das doch gleich viel besser. Ja. Na gut, dann wird es ein zweiter Platz in dem Rennen. Ist in Ordnung. Ey, nein. Hör auf. Das ist mein zweiter Platz, hast du verstanden? Und es wird er auch bleiben bis zum Ende des Rennens. Dafür stehe ich mit meinem Namen. So. Tada. Ich bin Zweiter. Okidoki. Ja. Erster und Zweiter. Und ja, jetzt bin ich aber mal gespannt, welchen Platz ich insgesamt habe. Dritter. Hm. Fabian Damon. Platz 2. Aber es gibt jetzt trotzdem für mich kein Pokal, ne? Schade. Aber Tom hat hier alles abgesahnt. So, und bald müssen wir auch das globale Abzeichen haben. Wir haben jetzt schon 930.902. Fehlen also nur noch um die 70.000 bzw. 69.000. Ja, da seht ihr es oben. Es ist nur noch ganz wenig, was fehlt. Und dann fehlt nur noch ein Abzeichen überhaupt. Das letzte von J-Speed. Und wir haben schon über knapp 8,5 Millionen Euro auf unserem Konto. So ist das schön. Ein Sponsor leider nur. Eigentlich müssen wir doch alle bekommen, weil Tom doch Erster geworden ist. Der zählt doch aus meinem Team. Das verstehe ich nicht. Naja, kann ich nicht lesen, was das für ein Sponsor ist. Wir gucken mal, ob wir den anbringen mögen. Also hier schon mal nicht. 21, 7, 21, 22. Nö. Wollen wir nicht. Dann tun wir es auch nicht. So. Ja, leider kein Pokal jetzt. Oh. 24 Stunden. Ja, aber jetzt können wir mal bei dem LMP2 teilnehmen, ne? Kann das sein? Ja, Tatsache. Es gibt hier nur zwei Wagen. Und zwar den Courage C65 und den Lola B0540. Gut. Der Lola ist ein bisschen teurer. Wir können uns beide kaufen. Einen von beiden. Und die Frage wäre jetzt, welcher ist denn besser? Und so auf den ersten Blick sieht der Lola schon mal sofort besser aus. Also es ist kein großer Unterschied, aber ja, der Lola ist eindeutig besser. Okay, wir könnten mal gucken auf eBay. Ich meine, wie viel kostet der? 5,63 Millionen rund. Ja, die haben alle mal einen Totalschaden gehabt, also nee. Dann kaufen wir den Wagen in der nächsten Folge. Für die 24 Stunden von Le Mans, der, ich glaube, der 10. Saison, oder 9., 10., ich weiß es gerade nicht. Dann nehmen wir zum ersten Mal an der LMP2 teil, da freue ich mich schon drauf. Dann bedanke ich mich fürs Ansehen. Ich hoffe, es hat Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen, also dann bis zur nächsten Folge und tschüss.